Hey, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr mit Entitäten interagieren könnt. In diesem Beispiel haben wir hier ein Inventar, was das Inventar des Villagers überschreibt. Als Beispiel jetzt hier, ich klicke auf die Villager und unser eigenes Inventar wird geöffnet mit der roten Wolle drin. Wie ihr das Ganze machen könnt, seht ihr nach dem Intro. So, nun zeige ich euch, wie ihr das Ganze auch implementieren könnt. Hierzu müssen wir uns als erstes einen Listener erstellen. Den nennen wir in diesem Fall Villager Listener. Dort implementieren wir uns den Listener mit Implements Listener. Die brauchen wir halt, weil wir halt darauf reagieren wollen. Dann müssen wir einmal hinzufügen eine Add-Notation, nämlich Add Event Handler. Damit wird halt sozusagen gesagt, dass wir den Event-Händler brauchen. Dann machen wir hier Public Void On und dann haben wir hier das Player Interact Entity Event und das nennen wir Event. Das Player Interact Entity Event ist halt, wenn ein Spieler mit einer Entität interagiert. Das ist in diesem Fall ja der Fall, weil wir sozusagen, wenn der Spieler mit der Entity interagiert, ihm das Inventar öffnen möchten. So, nun machen wir jetzt hier Player Player. Player Player ist gleich Event.getPlayer. Und dann nehmen wir jetzt nochmal die Entity. Die holen wir uns auch einmal. Entity Entity ist gleich Event.getRightClicked. So, damit haben wir jetzt sozusagen unsere Entität, die wir brauchen. Die holen wir hier aus OrgBucketEntity. So. Und nun möchten wir abfragen, if Entity Instance of Instance of, das wird zusammengeschrieben so. Und dann in diesem Fall doch. Nee, wir können es einfach machen. Wir machen if Entity.getType gleich Entity-Type.Villager. Andersherum hätten wir halt sonst mit Instance auffragen können. Entity-Type-Villager, das ist aber eigentlich meiner Meinung nach die einfache Abfrage in diesem Fall. So, jetzt haben wir hier abgefragt, ob es ein Villager ist. Das ist in diesem Fall dann jetzt sozusagen der Fall, wenn wir hier in der Schleife drin sind. Und dann müssen wir halt Folgendes machen: Event.setCancelled true, weil wir haben zwar ja mit ihm interagiert, aber wir wollen jetzt nicht, dass das Villager-Inventar geöffnet wird. Deswegen canceln wir das Event. Damit wird sozusagen diese Interaktion eigentlich gar nicht durchgeführt. Aber wir wissen, dass die Interaktion durchgeführt wird. Das heißt, wir machen jetzt uns ein neues Inventar. Das ist Inventory Inf ist gleich Bucket.createInventory. Inventory. Der Holder ist in diesem Fall null. Und die Size ist 9. So. Dann nehmen wir hier das Inventory Inf. Und jetzt müssen wir einfach noch Inf.setItem machen. Dann nehmen wir an der Stelle. An der Stelle nehmen wir es mal an der mittleren Stelle. Das ist die Stelle 4. Und dann New Item Stack in Klammern Material.Red-Wool. So, das heißt, wir nehmen uns einmal eine rote Wolle. So, Item Stack importieren wir. Jetzt müssen wir nichts mehr anderes machen, außer Player.Open Inventory. Und, ach, nicht get Open Inventory, schon Player.Open Invent. Player.Open. Open Inventory und dann Inf. So. So, und damit öffnen wir das Inventar. Inventory. So, und damit haben wir sozusagen unseren Listener prinzipiell fertig. Wenn ihr es erweitern wollt mit Interaktionen, müsst ihr dann halt das Inventory Click Event machen. Dazu gibt es später auch nochmal ein Video. Ja, jetzt müssen wir das Ganze nur halt einmal registrieren, den Listener. Das machen wir hier einmal wieder bei unserem Listener. Das heißt, wir machen hier Plugin Manager.register Events und dann New und dann Villager Listener und dann übergeben wir Tutorial.m. So, für die Leute, die jetzt halt den ganzen Aufbau noch gar nicht von der Struktur her kennen, unten unterhalb des Videos in der Videobeschreibung ist eine Erklärung oder beziehungsweise ein Link zu einem GitHub-Repository, wo genau beschrieben ist, beziehungsweise wo genau der Code ist, der halt als Basis genutzt wird. Der heißt dort Plugin Base und die Hauptklasse heißt Plugin Base und nicht Tutorial, aber es ist prinzipiell genau das gleiche.
Und daran könnt ihr euch dann orientieren. So, aber nun sind wir auch damit fertig und von daher sehen wir uns jetzt in-game wieder. So, und nun befinden wir uns auch schon in-game wieder. Und wie ihr seht, da vorne habe ich jetzt einen Villager platziert, der hier einfach jetzt wegläuft. Und jetzt werden wir einfach mal sein Inventar öffnen. Und voilà, ihr seht, sein eigentliches Inventar geht nicht mehr auf, sondern uns wird dieses Inventar aufgebracht mit der roten Wolle. Ja, und so könnt ihr euch halt eigene Inventare erstellen und halt sozusagen die Interaktion mit den einzelnen Entitäten überspringen bzw. blockieren. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Ideen für neue Videos, schreibt ihr doch gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und sonst sieht man sich beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.